Welche Gruben kannst du dir beim Zitieren von Quellen in wissenschaftlichen Arbeiten selbst graben? Das zeigt dir ein forscher Blick ins Literaturverzeichnis deiner Arbeit, genauer gesagt auf inkonsistente bibliografische Angaben. Wenn du die bibliografischen Angaben deiner Quellen einfach aus dem Netz zusammenkopierst, kannst du damit das Rotstiftmilieu deiner Hochschule allzu schnell in Rage bringen. Durch achtloses Copy und Paste kann es nämlich passieren, dass du Autoren in deinem Literaturverzeichnis einmal nur mit Nachnamen, dann wieder zusätzlich mit den Initialen des Vornamens und schließlich mit ausgeschriebenem Vornamen angibst. Unschön. Verschiedene Zitierstile geben auch das Erscheinungsjahr an verschiedenen Stellen an. Echt messy ist auch, wenn Verlage oder Institutionen einmal in Kurzform und einmal inklusive voller unternehmerischer Rechtsform zitiert werden. Deswegen das Plädoyer: Wähle einen Zitierstil und wende ihn konsequent an. Egal welchen Style du wählst oder vorgegeben bekommst, lege vorher fest, ob du den Vornamen der Autoren direkt voran oder mit Komma abgetrennt nachstellst, sie ausschreibst oder abkürzt. Manchmal ist es sogar besser, generell alle Vornamen abzukürzen, da du sie nicht in allen Publikationen ausgeschrieben finden wirst. Professor Dr. Schlecht hört beispielsweise auf den Vornamen Berthold. Sein akademischer Titel Professor und sein akademischer Grad Doktoringenieur dagegen haben in den bibliografischen Angaben nichts zu suchen. Zum Abtrennen des Autors von den nachfolgenden Angaben setzt du ein einheitliches Satzzeichen. Hier übernimmt ein Doppelpunkt diese Funktion. Meist folgt dann der Titel des Werkes. Im Netz findest du Zusatzangaben, manchmal in englischer Sprache, wie beispielsweise Vollpunkt für Volume. Du solltest solche Begriffe vornehmlich in der Sprache verwenden, in der du deine Arbeit abfasst. Hier also eher Band, wenn du auf Deutsch schreibst. Oder du schreibst den Band als Kardinalzahl hinter den Titel des mehrbändigen Werkes, wie hier auch auf dem Buchumschlag angegeben. Die Pearson Education Deutschland GmbH ist eine Tochter des Pearson Verlags. Die Kurzbezeichnung des Verlags reicht jedoch meist. Egal, ob sich die Autoren des nächsten Fachbuchs mit Horst und Ferdinand anreden oder sich siezen, wenn du dich für das Ausschreiben der Vornamen entschieden hast, musst du diese gegebenenfalls recherchieren. Hier stehen auch diese auf dem Buchumschlag. Setze dann ein einheitliches Trennzeichen. Titel und weitere Untertitel des Werkes werden oft mit Kommata abgetrennt. Dabei können allerdings Konflikte auftreten, wenn diese Aufzählungen enthalten, wie auch hier. Viele Zitierstile arbeiten deshalb mit Punkten nach Titel und Untertitel. Bei dieser Gelegenheit kannst du aus dem Netz kopierte Angaben auch gleich auf ihre Rechtschreibung kontrollieren und verbessern. Das Wort Verlag kannst du in der Kurzbezeichnung meist weglassen. Die Jahreszahl wird im hier gewählten Zitierstil dem Verlag nachgestellt. Noch ein Fachbuch gleichen Titels als Beispiel. Die einmal gewählte Reihenfolge von Vorname und Nachname wird auch hier beibehalten. Trennzeichen, Abtrennung von Titel und Untertitel mit den gewählten Satzzeichen. Verlag in Kurznennung. Erscheinungsjahr an gewählter Stelle. Fertig. Das waren zugegebenermaßen nur ein paar Basics. Bei Nicht-Einhaltung ist das für dich zuständige Scientific Police Department aber mitunter echt mies drauf. Aber jetzt sind deine redaktionellen Antennchen ja sensibilisiert, bibliografische Angaben konsistent im Literaturverzeichnis anzugeben. Weitere Tipps zu deiner Studien-, Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeit im ingenieurstechnischen Bereich kannst du dir in der Playlist zum wissenschaftlichen Arbeiten holen.